30 Milligramm pro Kilo. Ich habe mit der Dosierungsangabe ein Problem. Ich erkläre Ihnen auch kurz warum. Stellen Sie sich vor, ich habe einen Oberarzt, der ist genauso hoch wie ich, aber wiegt das Doppelte. Denn wir fahren im selben Auto mit derselben Geschwindigkeit an denselben Baum. Okay, wir kommen beide in denselben Schockraum und wir haben beide einen hämorrhagischen Schock. Bekommt mein Oberarzt die doppelte Menge Fibrinogen. Das ist nicht fair. Der Grund, warum ich damit ein Problem habe, ist, weil natürlich die Angabe mit Kilogramm Körpergewicht ein Stück weit das Ausmaß des Traumas, das Ausmaß des Blutungsgeschehens, das Ausmaß des Schockgeschehens vollkommen außen vor lässt. Daraufhin werde ich nicht anfangen, ein Konzentrat zu dosieren. Wir wollen unser Wissen ja in den Patienten transportieren. Es kann jeder mit den Ergebnissen umgehen. Jeder. Weil es jeder jeden Tag 10-mal macht. Und eine extrem hohe Routine.